Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, historische Ereignisse haben es meist an sich, dass sie nur aus der Rückschau als solche erkannt werden, jedenfalls häufig. Aber ich glaube, zu diesen Zeiten können wir schon getrost sagen, dass wir historische Ereignisse erleben. Und eine dieser großen historischen Ereignisse ist das, was wir bei der Klimakrise und beim Klimaschutz erleben. Unser Klima verändert sich. Die Weltmeteorologenorganisation hält es für sehr wahrscheinlich, dass 2015 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein wird. Vermeintliche Rekorde überschlagen sich, das haben wir im letzten Sommer erlebt, im Herbst. Und so werden auch wieder heute voraussichtlich, heute Nacht in NRW, die wärmste Nacht eines 17. Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnung erleben. Historisch mag man auch bezeichnen, was am vergangenen Wochenende in Paris passiert ist. Erstmals einigten sich die 195 teilnehmenden Staaten auf die Begrenzung der durchschnittlichen Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius. Erstmals sind Industrie- und Schwellenländer, Entwicklung und Entwicklungsländer zusammengekommen und haben sich solche Ziele vereinbart. Erstmals haben sie gemeinsam festgestellt, dass die Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2050 neutral sein müssen. Wenn gestandene Politikerinnen und Politiker sichtlich bewegt sind, wie ich das am Samstag in der Tagesschau beispielsweise sehen konnte, und Freudentränen in deren Augen sichtbar sind, ich finde, dann kann man getrost sagen, dann ist etwas ganz Besonderes passiert. Gleichzeitig ist jedoch auch klar, so historisch dieses Ereignis auch sein mag, es wird in der Rückschau erst dann als wirklicher Wendepunkt wahrgenommen werden, wenn jetzt die Staaten ihre Anstrengungen erhöhen. Denn leider reichen die aktuellen Maßnahmen nicht aus, um das Ziel von Paris aktuell zu erreichen. Daher muss auch Deutschland seine Anstrengungen massiv erhöhen. Und zwar in allen Bereichen. Von Strom über Wärme, wie wird eigentlich in Zukunft unsere Mobilität aussehen, bis hin zu, wie finden wir jetzt wirklich die Lösung für die Kohle? Wie gehen wir weiter mit der Kohleverstromung um? Und da kann es aus unserer Sicht nur einen Weg geben. Wir müssen jetzt darüber reden, wann wir die Kohleverstromung hier in Deutschland beenden. Historisch, zugegebenermaßen, wenn auch in kleinerem Maßstab, ist aber für unser Land eben nach Deutschlands erstem Klimaschutzgesetz, das wir vor 2 Jahren verabschiedet haben, auch nun der erste Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalens. Was ist daran so einzigartig? Wir haben in einem noch nie dagewesenen Beteiligungsverfahren alle Verbände, wir haben Unternehmen, wir haben Kommunen, wir haben die Leute beteiligt, und alle Bereiche sind in diesem Klimaschutzplan enthalten. Erneuerbare Energien, wir machen Aussagen zu, wie geht es mit den Speichern weiter, mit der Kraft-Wärme-Kopplung in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch, welche Rolle hat beim Klimaschutz die Industrie, dass wir sie da gemeinsam mitnehmen und auf einen gemeinsamen Weg gehen. Wie gehen wir um mit dem Thema Gebäudesanierung, mit Mobilität? Welche Rolle hat die Landwirtschaft in Zukunft beim Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen? Wie können wir zu Hause effizienter sein? Und natürlich auch das Thema Vorbild. Die klimaneutrale Landesverwaltung ist einer der wichtigen Aspekte. Und last but not least beschäftigt sich der Klimaschutzplan auch damit, dass wir einen Klimawandel haben werden und uns daran anpassen müssen. Der Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen ist die Roadmap, die wir jetzt so dringend eigentlich in allen Staaten, in allen Ländern benötigen, um das Ziel von Paris zu erreichen. Und da geht es ganz klar, ich habe es eben mit einem Satz erwähnt, darum, welche Rolle hat beispielsweise die Industrie, welche Rolle hat die Wirtschaft. Und da geht es ganz klar darum, dass unser Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen hier ganz klare Signale setzt, wo Investitionen noch sinnvoll sind, wo Innovationen sinnvoll sind. Und genau das, dieses Signal ist ein Signal, was eben auch aus Paris gekommen ist. Der US-Außenminister Kerry sagte in seiner Rede auf der UN-Konferenz, das Paris-Abkommen könne das größte Investitionsprogramm in der Menschheitsgeschichte auslösen. Und in seiner Rede stellte er auch einfach mal die These, die Frage auf, naja, was wäre wirklich, wenn eben doch die Klimaskeptiker recht hätten und der Klimawandel gar nicht menschengemacht wäre und wir die Investitionen in erneuerbare Energien, in alles, was wir in Klimaschutz investieren, umsonst wären quasi. Er sagt, es wäre nicht umsonst, was hätten wir davon? Wir hätten Millionen von neuen Jobs,
Wir hätten unsere Wirtschaften stimuliert, wir hätten Länder, die das dringend brauchen, noch weitere Investitionen ermöglicht und wir hätten eine gesündere Bevölkerung, gesündere Kinder. Das sagt US-Außenminister Kerry. Und lassen Sie mich sagen, Investitionen in Kohle, Öl und Fracking sind rückwärtsgewandt. Wir brauchen Investitionen in die neue Wirtschaft, in neue Innovationen. Und zu guter Letzt möchte ich einmal noch Arnold Schwarzenegger zitieren. Ich selber hätte nicht gedacht, ich wusste, dass Ihnen das gefällt. Ne? Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich mal einen republikanischen Politiker zitiere und das zugegebenermaßen noch in einer Klimadebatte. Also das muss man, glaube ich, schon sagen. Er sagte auf der Konferenz in einer wirklich sehr beeindruckenden Rede, sagte er, ich persönlich möchte einen Plan. Ich möchte nicht der letzte Investor in eine Videothek sein, während Netflix längst das Geschäft übernommen hat. Also sagt er, ich möchte nicht mehr da rein investieren, wenn eben Leute längst Filme online sehen und eben nicht mehr in die Videothek fahren. Und er sagt weiter, das ist genau das, was mit fossilen Energieträgern passieren wird. Eine saubere Energiezukunft ist eine weise Investition und jeder, der etwas anderes sagt, hat Unrecht oder lügt. So oder so würde ich deren Ratschläge für Investitionen nicht annehmen. So Arnold Schwarzenegger. Ja, zu guter Letzt, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ja auch ein bisschen gespannt, ob mal was Neues gleich von CDU und FDP kommt. Ich finde, dass Sie im Bereich Klimaschutz an vielen anderen Stellen, auch gestern haben wir es gehört, eine Ja-Aber-Politik betreiben. Gestern haben wir es beispielsweise gehört, der CDU-Fraktionsvorsitzende Laschet hat in seiner unsäglichen Haushaltsrede sich darüber lustig gemacht. Ich bin ja für Gleichberechtigung, aber bitte nicht für Genderforschung. Heute gehe ich davon aus, dass Sie das fortsetzen und die immer fortsetzende, unsägliche Litanei hier fortführen und sagen, wir sind ja nicht für Klimaschutz, wir sind ja für Klimaschutz, aber bitte nicht so viel. Sehr geehrte Damen und Herren, es wird Zeit, dass Sie Ihr Aber herunterschlucken, die Zeichen der Zeit erkennen und wir gemeinsam die Aufgaben, die aus diesem historischen Moment erwachsen, in Angriff nehmen. Es wird Zeit für den Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen.